Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ich sitze mal wieder im Auto und es gibt mal wieder ein Quassel-Video. Ja, ich hatte heute eine Diskussion, es war eine Diskussion, mit jemandem, der sehr viele Kommentare unter meine Videos schreibt, der mir vorgeschlagen hat, ich solle doch mal was zum Rangieren machen. Und er hat mir also ein Projekt vorgeschlagen, was ich eh schon geplant hatte. Das ist jetzt nicht schlimm, aber es hat jetzt dadurch natürlich auch wieder ein bisschen Schub gekriegt. Das ist auch wirklich, auf Interesse stößt. Also ich wollte eigentlich ursprünglich für Modellbahn in Modulen den zweiten Teil machen. Und zwar sollte es da in den Betrieb gehen. Aber ich denke mal, ich werde es wahrscheinlich teilen. Ich werde das Video quasi erstmal so machen, dass es eben nicht Modellbahn in Modulen ist, sondern weil das jetzt wahrscheinlich diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich habe gar keine Module, ich habe eine feste Anlage zu Hause, die schalten dann vielleicht gleich weg und denken, naja, das interessiert mich jetzt eh nicht. Sondern ich wäre das eher so, Betrieb auf der Modellbahn machen. Zumal ich da, das hatte ich glaube im letzten oder im vorletzten Quassel-Video erwähnt hatte. Also ich merke mir auch nicht immer alles, was ich so erzähle. Das merkt man gerade. Hatte ich das schon mal angedeutet, dass ich da ein Buch aus den 70ern habe, aus der DDR, wo man sich schon Gedanken gemacht hat über Modellbahnbetrieb. Ich habe das einfach, weil es so total billig war, habe ich das eigentlich gekauft. Also ich habe da wirklich jetzt nicht erwartet, dass da wirklich Dinge drin sind, die mich jetzt auch weiterbringen oder mich irgendwie erhellen. Aber das war hochinteressant und das werde ich nochmal durcharbeiten. Und dann ist eben die Frage, wie ich es darstelle. Und da habe ich eben leider das Problem, dass ich gerade das Thema Rangieren, ich habe es in irgendeinem Video drin, in irgendeinem Treffenvideo habe ich das mal kurz drin, aber du stehst dann wirklich eine halbe Stunde vor dem Bahnhof und dann wird immer hin und her rangiert und am Ende weiß überhaupt niemand mehr was von wo nach wo, weil das eben stellenweise doch ein bisschen kompliziert ist. Ne? Also ich wäre dazu entweder jemanden mit einer Heimanlage bemühen, um das nachzustellen, weil auch die Fremdbahnhöfe immer ziemlich lang sind und es wäre natürlich günstig, wenn man die Kamera aufbaut und das alles aus einer Perspektive macht, ne? Sonst, weil das auch dann einfach übersichtlicher wirkt. Ja, also wenn ich da jetzt mit der Kamera hin und her renne, dann verwirrt das wahrscheinlich auch noch mehr, als das es erklärt. Die andere Variante wäre, das wie so eine Art Trickfilm zu machen. Das wäre wahrscheinlich die allerbeste Variante, weil man dann natürlich alles sehr verkürzen und auch abstrahieren kann. Aber das ist natürlich viel Arbeit. Ja. Also das wird dann wie so ein Stop-Motion-Film. Also ich habe das jetzt in der Form noch nicht gemacht, aber ich habe jetzt eine Vorstellung, wie ich es machen würde. Wie es gänge. Ja. Schauen wir mal. Das ist jetzt das Projekt. Warum ich das heute überhaupt erzähle, also ich hätte auch einfach einen Film machen können jetzt. Mich würde mal interessieren, und das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was versteht ihr bei euch auf eurer Anlage unter Modellbahnbetrieb? Gut, jetzt also die Frembo Econo in meinem Zuschauerkreis, also da ist es bekannt, ne? Also das werde ich dann im eigenen Video nochmal vorstellen, wie das alles läuft. Das wird dann sozusagen die Modulvariante des Betriebsvideos. Also werde ich dann extra nochmal machen, wo ich also wirklich darauf eingehe, wie es beim Fremo läuft. Na, das wird in dem Modellbahnbetrieb, Video, wie auch immer ich das nenne, wird das wahrscheinlich nicht so extrem ablaufen.
Ja, es geht da eher darum, was passiert im Vorbild und was kann ich auf meiner Heimanlage umsetzen. Ja? Also ich wäre jetzt wahrscheinlich auf der Heimanlage Fahrplan würde gehen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Aber so mit den Fracht- und Wagenkarten, weiß ich nicht, ob das jeder antun will. Also das, ja, muss man sehen. Ja, soweit so gut. Das soll es erstmal gewesen sein. Also das ist jetzt das Thema, was mich jetzt hier umgetrieben hat. Wird es heute mal ein etwas kürzeres, Quasselvideo, aber muss ja nicht immer so elend lang sein. Ja, ansonsten habe ich alles im letzten, letzten Mittwochs-Quasselvideo schon erzählt, was jetzt so anliegt die nächste Zeit. Ja, ich kann es ja hier oben nochmal verlinken. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht was draus.